Yo, Servus Leute, hier ist euer Stylus und ich darf euch herzlich begrüßen zu einer erneuten Episode Top 5 Plays of the Week hier auf dem Kanal von UX Gaming. Und ich würde sagen, wir verschwenden nicht viel Zeit, wir kommen direkt zu Platz Nummer 5. Da haben wir den guten Cripes, der spielt hier IWGBs. 1 gegen 4 Situation, kann den ersten holen, kann dem zweiten auch noch einen Box auf die Nase geben auf jeden Fall. Lädt hier seine K-Bar schnell nach, holt den dritten, der Sniper aimt ihn zwar irgendwie an, schießt aber nicht. Mehr Glück als Verstand eigentlich. Geht jetzt hier nach links zur B-Bombe und kann den letzten auch noch holen. Sehr schönes 1 gegen 4. Auf Platz Nummer 4 haben wir Navas und er hat seinen Clip genannt. 10 Dollar Wager, Langeweile, und wir sehen einfach mal, was passiert. Ja, moin. Einfach gechilltes Crossmap Tomahawk hier in GB, beziehungsweise Wager war das, glaube ich, sogar. Kann man auf jeden Fall mal machen. So, Platz Nummer 3. Dynamics spielt hier Pro Point GB. Wichtige Runde. 4 zu 5 steht, muss ich hier zurückglitschen, kann den ersten holen, kann den zweiten holen, wechselt zur Hornet, kann den dritten holen und auch noch den vierten. Extrem starker Clip, sehen wir gleich auch nochmal in der Killcam. Auf jeden Fall Dynamics schön das Team von sich in den Rucksack gepackt und hier einfach nochmal Round 11 ermöglicht. Weiß nicht, wie es ausgegangen ist, aber auf jeden Fall sehr krasser Clip. Auf Platz Nummer 2, da kann man eigentlich nicht viel sagen. Guckt es euch einfach erstmal an mit der Reaktion der Teammates. Oh oh. Das Auskarte. Brennt doch Bombe. Ja, was soll man dazu sagen? Kann man auf jeden Fall mal machen, wenn man die Bombe checken muss. Ja, und in der letzten Runde kann man da auf jeden Fall schon mal von der Map springen und den Gegner so richtig geil holen. So, Platz Nummer 1. Mein guter Kollege Gabber, ich möchte nicht viel dazu sagen. Guckt es euch einfach an. Der gute Alex, guter Kollege von mir, in der Runde war ich sogar mit dabei, der hat mich also gut über Rucksack gehabt. Das war eine 2 gegen 4 Situation, Round 11, das war sogar, glaube ich, die letzte Map. Also wer diese Runde gewinnt, der hat das Game gewonnen. Und ja, Alex springt hier einfach raus und holt alle mit dem Ripper und der VMP weg. Richtig geiler Clip, Grüße gehen raus an dich, das soll schon wieder gewesen sein. In diesem Sinne, haut rein, bis zum nächsten Mal, schaut beim letzten Top 5 vorbei und lasst gerne ein Abo da. Und tschüss.